Welche Tageszeit ist am besten zum Gießen? Früh, Mittag oder Abend? Hallo, herzlich willkommen bei der Gartenmoni. Ich beobachte öfters einmal die Leute, die gießen Mittag. Dann denke ich mir wieder, um Gottes Willen, die armen Pflanzen. In der Mittagssonne, jetzt gerade Frühjahr, Sommer, Herbst, ist doch die Mittagssonne so stark. Und wenn dann Wasser auf die Pflanzen kommt und wenn es auch bloß Tropfen sind, wenn sie unten hingießen, es kommt immer irgendwas auf die Blätter drauf oder auch auf die Stiele, das brennt richtig rein. Also da verbrennen die Blätter, die werden kaputt. Also nie mittags gießen. Wenn das unbedingt sein muss, dann wirklich ganz, ganz, ganz gezielt auf die Erde unten hin. Wobei ich sagen muss, das meiste verdunstet ja wieder. Weil wenn es so heiß ist, ist es weg. Da kriegt die Pflanze eigentlich gar nicht viel davon. Ja? Die meisten gießen abends. Habe ich auch schon gemacht, aber das mache ich nimmer. Weil erstens heißt der Boden total aufgeheizt von der Sonne den ganzen Tag. Und dadurch verdunstet das Wasser auch wieder ganz schnell. Aber auf den Blättern bleiben die Wassertropfen drauf. Und die verdunsten ein wenig langsamer abends, weil es ja kühler wird. Ne? Und da bleiben die dann da drauf. Was vor allem mich abschreckt, abends zu gießen, das ist, da kommen die Schnecken, die warten regelrecht drauf. Ne, das wird feucht, ui, juhu, da muss ich jetzt raus, jetzt gibt es wieder was zum Futtern, ja, weil die mögen ja das Feuchte. Ne? Und deswegen mache ich das schon auch gar nicht mehr. So kann man nämlich vermeiden, dass man weniger Schnecken hat und dass die nicht so viel anfressen. Ganz einfach. Ne? Ja, und dann kann sich ja auch noch, können sich Pilze bilden durch das Feuchte, durch das Nasse, das dann auf den Blättern ist, die ganze Nacht oft durch ist. Ne? Also ich gieße nur noch morgens. Am besten wäre es natürlich, man würde gießen schon um 3, 4 oder 5 Uhr in der Früh, aber wer steht da extra auf? Ne? Das geht nicht. Aber sobald, also ich stehe sowieso dann im Sommer immer früher auf und mache mich fertig und gehe schon raus und gieße so bald wie möglich. Ja? Manche können das ja auch vor der Arbeit schnell machen. Aber man sollte in der Früh wirklich viel Wasser geben. Also richtig durchdringend, weil sie kriegen ja dann abends keins mehr. Ja? Und da ist es egal, wenn sie jetzt dann, wenn auf den Blättern dann nochmal Wasser drauf ist, weil es erwärmt sich jetzt langsam, die Sonne kommt ja erst her. Und derweil durch die Wärme verdunstet das alles wieder und dann passiert da auch nichts. Vielleicht könnt ihr das so einrichten, dass er vor der Arbeit noch gießt oder ihr seid, oder es ist sowieso jemand daheim und kann dann früh gleich gießen, auf jeden Fall besser. Das empfehle ich jedem. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke vor allem, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Wer meinen Kanal unterstützen will, der schaut mal in meinem Shop vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.